wir wissen nicht, in welche Richtung sich das Ganze bewegen wird. Und von daher baue ich jetzt einfach mal einen PC, während jeder in seinem Zuhause hockt und nicht nach draußen gehen darf, dachte ich mir, dass es doch genau der perfekte Zeitpunkt ist, für euch entsprechend Watercooling-Content zu bringen und mein PC-System etwas voranzubringen. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV. Und ja, ihr seht hier meine RX 5700 XT aus dem besagten Video hier, wo ich die beste GPU für 350 Euro betitelt habe. Und zwar eben die Radeon RX 5700 XT. Hier jetzt explizit. Das Angebot ist leider vorbei und ich glaube, sie ist gar nicht mehr verfügbar. Die 50 Years Anniversary Edition, also das Ding in der limitierten Ausgabe mit dem goldenen Blower-Style-Kühler und eben Referenzdesign. Ja, das Ganze unterscheidet sich eigentlich nicht gegenüber der herkömmlichen RX 5700 XT von AMD, lediglich in der Farbe und, ja, was viel wichtiger ist für mich, ja, denn ich bin eigentlich nur hinter der PCB her gewesen, ist tatsächlich die Tatsache, dass hier AMD zumindest ein bisschen gebinnt hat. Aber das ist vielleicht so ein bisschen zu hinterfragen, denn das, was die tatsächliche Mehrleistung hier an dieser Karte liefert, ist das erhöhte Power Limit, das diese Karte zulässt. Also es wird ein bisschen mehr Saft an die Karte gegeben, sprich sie kann dann auch, wenn sie entsprechend gekühlt ist, ich nehme es schon mal vorweg, mit dem Referenzkühler ist das nicht möglich, dann kann sie auch ein bisschen höher takten. So, und ja, den EK Quantum Vector kennt ihr bereits, das ist die Special Edition von EK. Ja, das Ganze hat jetzt inzwischen eine neue Verpackung bekommen, also so sehen die EK Vector Blöcke hier an der Stelle derzeit aus, wenn ihr sie bestellt. Und hier könnt ihr sehen, EK Special Edition, denn das Ganze ist eben mit der RX 5700 XT, die eben die Delle hat. Eine Delle ist einfach eine kleine Designspielerei, die sich AMD hier bei deren Karte erlaubt hat, und die hat EK eben in den Kühler integriert. Also wir haben hier einen richtig schicken Waterblock und ich brauche gerade eben so einen kleinen Puffer. Entsprechend, wenn ich jetzt mein eigenes System anfangen werde zu bauen mit Custom Waterloop, allem drum und dran, was dazugehört. Ich werde das Ganze für euch kleinschrittig dokumentieren, hier und da ein paar Guides machen, entsprechend wie man Tubing bendet, worauf man zu achten hat, wie man erst einmal überhaupt startet, eine Wasserkühlung, eine Custom Waterloop zu konfigurieren. Was eben die ganzen Kniffe sind, ich habe schon mehrere wassergekühlte Systeme gebaut, auch SLI mit mehreren Radiatoren und echt krassen Konfigurationen, aber vor allem im SFF, also Small Form Factor, macht mir das einfach enorm viel Spaß, wirklich an die Grenzen zu gehen, was das Gehäuse zu bieten hat an Platz und was man dort alles an Wasserkühlung reinstecken kann. Und wer meine Serie zu dem Thema, ja, das hat sich jetzt schon wirklich über ein halbes Jahr geschleppt, was die Planung angeht, das Ganze nachverfolgt hat. Es wird in dem Metallic Gear Neo G Mini in der V2, ja, ich habe mich entschieden, in der V2 stattfinden. Das ist einfach so das ITX-Gehäuse, das ich dann letztendlich dann auch auf meinem Schreibtisch stehen haben möchte. Und diese Karte, ich habe jetzt ein bisschen abgewartet, was jetzt von AMD, von Nvidia und Intel kommt. Und ich habe mich eh für den Ryzen 3600 entschieden, einfach bis dann die 4000er Generation kommt, wird das Ding für mich arbeiten und zumindest in VR-Titeln, denke ich, mit 6 Kernen, 12 Threads und seinen 4,2 GHz im All-Core, die ich ihn übertaktet habe, mehr als seine Dienste für mich verrichten. Und als GPU für 1440p, also WQHD mit 144 Hertz und meinen 32 Zöller hier, den ich euch auch auf dem Kanal vorgestellt habe, ist eben die RX 5700 XT meine Wahl, denn ich glaube einfach aufgrund der gesundheitlichen Situation auf der Welt derzeit und all des Trubels, ja, die wirtschaftlichen Folgen und natürlich die logistischen, mit denen einfach die gesamten Unternehmen gerade zu kämpfen haben und erst langfristig, ja, in den nächsten paar Monaten dann tatsächlich die Konsequenzen davon ausbaden werden. All das ist bei all den News, ja, bei all dem, was eigentlich dieses Jahr hätte auf den Markt kommen sollen, noch sehr kritisch in meinen Augen zu betrachten, denn wir wissen nicht, in welche Richtung sich das Ganze bewegen wird und von daher baue ich jetzt einfach mal einen PC, während jeder in seinem Zuhause hockt und nicht nach draußen gehen darf, dachte ich mir, dass es doch genau der perfekte Zeitpunkt ist, für euch entsprechend Watercooling-Content zu bringen
und mein PC-System etwas voranzubringen. Von daher habe ich mir gedacht, ja, das hier zum Einstieg gibt es eine kleine Timelapse, wie ich eben meine RX 5700 XT in der 50 Years Anniversary Edition von AMD auseinandernehme, schön die PCB sauber mache und dann entsprechend den geilen EK Quantum Vector in der Special Edition zusammenbringe. Ich finde, das ist einfach so die perfekte Kombo überhaupt und ich bin sehr froh, dass ich mir damals die 5700 XT für schlappe 350 Euro geschossen habe. Natürlich, es gab hier und da mal wieder ein paar Angebote, die tatsächlich auf die 300 Euro Marke zugingen, aber dann natürlich nicht die 50 Years Anniversary Edition. Und alleine zu wissen, dass ich die PCB von so einer Karte in meinem System haben werde, freut mich einfach umso mehr. Genug der Hardware-Schwärmerei und ich würde sagen, wir wechseln die Perspektive und machen uns, ja, ans Schrauben. Also, auf geht's! It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights.
neuer Tag und die RX 5700 XT ist mit dem EK Waterblock in der Special Edition jetzt soweit ausgestattet und entsprechend hoffe ich, dass euch der kleine Buildlog hier, zumindest der Start vom Buildlog meines Gaming-PCs, soweit gefallen hat. Wie bereits gesagt, das eigentliche Video zur RX 5700 XT, PCB und dem Waterblock habe ich bereits hochgeladen, nur war das Ganze jetzt hier entsprechend das Referenzdesign jedoch in der 50 Years Anniversary Edition. Okay, kleiner Disclaimer, die PCBs unterscheiden sich in keinem Punkt. Entsprechend, ja, einfach nur ein bisschen Footage für euch. Einfach eine nette kleine Timelapse, um entsprechend ein bisschen seine freie Zeit zu genießen und ein bisschen runterzukommen, den ganzen Stress, der gerade auf der Welt los ist, zu vergessen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil des Buildlogs meines zukünftigen Gaming- und VR-Rechners. Dementsprechend danke ich euch an der Stelle fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GAX TV und bis dahin bleibt mir nichts weiteres zu sagen als Gaming-Fitness, that you see on GAX TV.